Was, Tom? Oh Gott, Pisse. Jetzt bin ich angepisst. Wegen dir, du Arsch. Und wegen euch. Allein wegen dem blauen Team bin ich angepisst. Oh Gott, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Dil Foxtrot. Ein Italiener. Das müsste dann heißen Dil Foxtrot. Die Foxtrotte. Trotte. Hey, sind wir fett, letzter, weil einer gejoint hat. Ninja. Und der Japaner holt uns ein. Oh Gott. Aber gut, gegen den Japaner kann man ruhig schlechter sein, ne? Was? Scout? Ich geb dir mal ein bisschen Feuerdeckung. Spy! Da ist ein Spy! 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 Da oben! Da ist ein Spy! Da ist ein Spy! Da ist ein Spy! Ihr schafft es! Ihr schafft es! Ich glaub an euch! Ihr gewinnt das! Ihr werdet das packen! Ihr schafft das! Na los jetzt! Ihr seid! Ihr seid! Ihr habt's geschafft! Yes! Geiles Spiel! Auch wenn man schlecht sind. Hey, der Japaner hat uns überholt. Aber wir haben gleich 4 Punkte. Na gut, er ist Japaner, der kommt vor mir. Japaner vor Deutsche, das ist so eine Regel im Verkehr. Japaner vor Deutsche, wie rechts vor links halt, ne? So, jetzt möchte ich aber ein paar Punkte holen. Ich glaube, jetzt sollte ich vielleicht weniger quatschen und mehr arbeiten oder beziehungsweise zocken. Besser zocken. Ah! Ich glaube, gleich spiele ich als... Ich spiele als Pyro, das tue ich mir dann... Oh, der kriegt jetzt aufs Maul. Der kriegt jetzt sowas von aufs Maul. Oder beziehungsweise, dem mache ich jetzt die Hölle heiß. So. So, jetzt spiele ich mit Pyro. Jetzt geht der Kevin hier richtig ab. Jetzt mache ich einen Punkt mehr. nein. Also als Pyro bin ich wirklich Oberpyro. Na gut, Oberpyro. Ich sage mal einfach nur Pyro. Ich kann mit Pyro gut zocken. Seht euch das an. Der ist schon wieder... Hast du nicht genug, hä? Ey, ich hab grad... Der hat mich getrollt! Sogar mit dem Talk killt er mich. Ich dachte gerade, der würde irgendwie cheaten oder so, weil er keinen Damage bekommen hat. Oder weil er nicht gestorben ist, aber er hat Damage bekommen. Hat mir ja gerade gesehen. Naja, gut. Die Weekly Dose. YouTube / Molly Dingens. Keine Ahnung. Mann, ich würde hier gerne Werbung für meinen Channel machen wollen. Ja, Rache! Nein, natürlich nicht. Ich bin hier natürlich keiner, der Schleichwerbung macht. Besucht Janka LP. Nein! Aber ihr seht, wir machen jetzt mehr Punkte als sonst. Wir haben jetzt wieder den Japaner überholt. Ihr seht, ich kann doch mein Skill entfalten, wenn ich als Pyro spiele. Ich glaube, die Pyro-Klasse ist die beste Klasse ever. Weil man da einfach nur rumschießen muss. Man muss einfach nur zum Gegner hin und dann einfach drücken. Man trifft ihn ja quasi fast immer. Und wenn man zum Beispiel als Scout spielt, dann muss man den erst so anzielen. Aber mit Pyro, da kann man einfach um sich schießen und man trifft immer einen. Selbst man kann sogar durch Zufall ein paar Spice erwischen. Ey, warum macht der immer ein Tor, wenn ich den angreife? Ja, das war jetzt, glaube ich, ein anderer. Das war ja der Italiano, glaube ich. Tja, ja, da bist du jetzt angepisst, was? Verpisst euch, wenn ihr nochmal ein Tor macht, dann raste ich aus. Ich sagte, mach kein Tor, du Arsch! Hallo? Warum stirbst du nicht? Ja, genau. Wenn ich den angreife, hat er am Schluss noch ein paar Leben. Genau. Ey, der cheatet doch. Ohne Witz jetzt. Ja, aber der ist. Boah, der ist bester, ja. Der cheatet bestimmt. Der macht ein Tor und es wird unsterblich oder was? Und hat nur noch ein paar Leben. Ey, ja, genau. Genau. So, ich probiere es jetzt nochmal und wenn der... Alter, wenn ich den... Ich kann den nicht killen, irgendwie, keine Ahnung. Der hat bestimmt irgend so einen Bot installiert oder so, was weiß ich. Ah, leck mich doch. Was zum... Hey, geiler Kill. So, jetzt ein bisschen spotten. Gibt ein paar Achievements, wenn man es richtig macht. Oh, da ist ein Sniper. Ja, ich wollte den Sniper zwar erwischen, aber ich habe einen Scout getroffen. Der schon wieder. Wenn der nochmal diesen Scheiß macht. Nee, doch nicht. Der schon wieder. Schon wieder diesen Tor. Der will mich humiliieren.
Und ich glaube, der will ein Achievement, wenn er sowas macht. Also Chris Samore, wenn ich dich irgendwann auf der Straße sehe und du diesen Tor dann machst, auf der Straße, ne? Dann, dann sind wir keine Freunde mehr. Oder sind wir Freunde? Nein, momentan noch nicht. Hä? Japaner? Ein japanischer Ingenieur. Na gut, er baut Tokio weiter. Was sonst? Was zum... Gewinnen wir oder verlieren wir? Sieht aus, als würden wir verlieren, oder? Warum bin ich jetzt gestorben? Wahrscheinlich zerquetscht durch diesen Ding. Ja, natürlich. Zerquetschen. Eine geile Todesart. Na, ich reg mich gerade zwar ein bisschen auf, aber scheiß drauf. Ich beruhig mich da schon. Keine Panik, Leute. Ich komme hier schon wieder runter. Keine Panik. Keine Panik, Leute. Das, warum? Wer hat jetzt den Alarm angemacht? Was? Janka, es gibt nur einen Janka und der bin ich. Scheiß Faker. Wo bist du? Hier ist ein Faker unterwegs. Leute, Hilfe. Da ist er. Danke. Sehr freundlich von dir. Immer diese Faker, ich schwör's euch. Da gibt's ja auch noch ein paar Leute, die bauen, die machen die. Erzähl ich gleich. Da gibt's ja auch ein paar Leute auf YouTube, die schreiben zum Beispiel als Username Gronkh rein, ne? So dass da manche denken, sie seien Gronkh. Das nennt man Faken quasi, ne? Und so kam mir das gerade jetzt auch vor. So vor allem mit Janko und so. Wollen wir noch eine Runde machen? Na komm, eine Runde können wir glaube ich noch machen. Speicherplatz müsste glaube ich noch genug drauf sein. Hier haben wir gerade mal eine halbe Stunde, glaube ich. Ich weiß gar nicht so genau. Befördern Sie Australien zum Raketensprengkopf. Deine Mutter schwimmt im Meer und heißt Australien. Ah! Verpiss dich! Ohne Witz jetzt! Nee, du bist es doch, oder? Ja, genau. Wer soll es denn sonst sein? Chris Samore, du hast einen neuen Feind. Oder einen neuen Freund. In dem Fall. Scheiß drauf. Ey. Aber wir sind nicht mehr ganz so scheiße. Jetzt haben wir schon 9 Punkte. Wahrscheinlich, weil wir ein paar gelieft haben. Aha, da ist ja wieder der Chris an Dingens. So, mal schauen, was er macht. Ich kann ihn nicht killen, Leute. Ich kann... Ja, genau, macht er wieder dasselbe. Jetzt hat er wahrscheinlich... Nein, endlich habe ich den Lappen gekillt. Super. Geschieht ihm auch recht. Sich nicht von mir töten lassen. Und selbst wenn, immer noch ein paar Leben haben. Ha, du brennst. Lol. Alter. Nein. Sonnenkill. Seht ihr, wie ich abgehe? Seht ihr, wie ich abgehe, wenn ich mit einer Klasse spiele, die ich kann? Oder beziehungsweise, die leicht zu spielen ist. Jetzt haben wir 12 Punkte. Der Kevin holt auf. Vielleicht soll ich das ganze Let's Play nur noch als Palbe spielen. Nein, natürlich nicht. Kannst du nicht lesen, tödliche... Da war gerade so ein Schild, tödliche Klippe. Was macht einer, der springt rein? Super. Wo ist diese Klippe? Ich will diese begutachten. Hier, oder was? Es haut mich aus den Röhren. Aus allen Rohren. Die schießen aus allen Rohren. Ja, jetzt schießen wir in allen Rohren. Gib das Australium wieder her, du australischer... ich wollte Bastard. Habe ich gesagt, verdammt. Der Italiano schon wieder. Der Italiano schlägt uns. Nicht nur im Fußball, sondern auch in Team Fortress 2. Wusstet ihr, dass der glücklichste Ort der Welt Australien ist? Deutschland ist auf Platz 17 und die Türkei auf den letzten Platz, auf Platz 30. Und die USA ist, glaube ich, auf Platz 7 oder... 6, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Woher ich das weiß? Englischunterricht. Da machen wir gerade so einen Scheiß. Ich schwöre, wir lesen nur ein paar Texte und dann macht die Lehrerin die Schulaufgaben so scheiße schwer. Das kann sich keiner mit ansehen. Also ich habe da in der letzten Schulaufgabe mindestens einen 5er. Weil der Test so scheiße abfuck schwer war. Und wir nur scheiß Texte lesen. Was sollen wir durch Texte lesen lernen? Gar nichts. Erst mal so viel wie die Leute da, die jetzt sterben. Nämlich ich. Sei schneller.
Na, immerhin ein Kill. Das tröstet mich ein bisschen. Vor dem Schmerz, weil mein Charakter gestorben ist. Wir sind aber jetzt auch in Unterzahl, ne? Warum wechseln jetzt die Leute das Team oder warum kommen keine neuen Teammitglieder hinzu? Na los, Leute, die öffnen schon die Rakete. Tut was! Ihr müsst doch was machen, Mensch! Tut verdammt nochmal was! Sowas zum Beispiel! Hat zwar nichts gebracht, aber gut. Immerhin hab ich die ein bisschen netter. Schon wieder im besten Freund. Naja, gut. Dann lassen wir uns mal gut sein für heute. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich weiß zwar nicht, was wir beim nächsten Mal machen werden. Lasst euch überraschen. Hey, wir waren Fünfter, cool. Ja gut, jetzt sind wahrscheinlich kurz vor dem Schluss ein paar gelieft. Ja, jetzt sind wir Vierter. Seht ihr, wie gut wir sind? Wir wurden Vierter. Gut, vielleicht der nächste Part wieder mit Ball zur LP. Mal schauen. Also dann bis zum nächsten Spiel, verdammt. Okay, also, ciao. Bis zum nächsten Spiel. Nö, jetzt habe ich es richtig gesagt. Puh, also dann bis zum nächsten Spiel.